Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Und mit diesen Worten sage ich jetzt an dieser Stelle Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wie ihr seht, steht uns die Schnellreise nicht zur Verfügung, was bedeutet, dass das optionale Herausforderungsgrab jetzt wohl noch bis nach der Rettung von Jonah warten muss. Aber was ich jetzt einfach mal spontan in dieser Folge mit euch zusammen mache, einfach weil mir klar war, dass Lara jetzt hier wieder einen Monolog halten würde und ich den unbedingt noch mit in diese Episode packen wollte. Vor allem, weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich das hier eventuell noch zum Ende der letzten Episode hätte machen können, ist unser Level-Up und ein potenzielles Upgrade der Waffen. Da werden wir gleich auch nochmal gucken. Als allererstes das Level-Up. Dann nehmen wir natürlich hier das letzte Fertigungsding. Höherer Detonationsradius, obwohl, warte mal. Pfeilkletterer, das nehmen wir mal. Da kann ich euch nämlich gleich mal erzählen, was mir da eben passiert ist. Beziehungsweise das, ja, das zeige ich euch gleich. Moment. Kann man denn hier upgraden? Nichts weiter, aber mit irgendwelchen anderen Waffen. Hier mit der Maschinenpistole können wir was upgraden. Das war das polierte Magazin. Höheres Nachladetempo. Ja, nö, muss nicht sein. Das kann man aber als Schrotflinte aufrüsten. Die Schussfrequenz oder die Nachladegeschwindigkeit? Dann nehmen wir mal die Schussfrequenz, oder? Eine höhere Schussfrequenz für die Schrotflinte ist, glaube ich, potenziell gar nicht mal so verkehrt. Auch wenn wir die Schrotflinte an sich tatsächlich im Rahmen dieses Let's Plays bisher noch gar nicht so sehr benutzt haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell eine relativ effektive Waffe gegen die Unsterblichen sein wird, mit denen wir uns über kurz oder lang garantiert werden auseinandersetzen müssen. Damit ist das auch schon mal erledigt. So. Was ich euch zeigen wollte, ihr seht hier diese Kiste, ja, ich stand hier eben, ich habe mir gedacht, boah, guckt mal, da hinten ist ein Überlebendenversteck und da liegt eine Karte des Archivars, die nehme ich jetzt einfach mal offscreen mit, da müssen die Leute ja nicht unbedingt dabei sein, ach, hier steht ja eine Kiste, nehmen wir noch das neue Waffenteil auch gleich mit, da kann ich ja dann was zu überzählen, mach die Kiste auf, sind die Breitblatt-Kletterpfeile drin, die ja durchaus relevant für unseren weiteren Fortschritt im Spiel sind, ist blöd gelaufen, erklärt jetzt aber auch, warum wir diesen Skill eben beim Level-Up auswählen konnten und warum sich da unten rechts im Bildschirm relativ aufdringlich so ein Breitblatt-Kletterpfeil-Tutorial hineinschiebt. Bevor wir uns mit dem Klettern mit dem Pfeil beschäftigen, ist hier aber auch noch ein Dokument, das ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Eine abgefangene Funkübertragung von Jonah. Trinity muss ihn überwacht haben, als er mir in das Tal gefolgt ist. Ja, möglich, aber warum? Ach, ich kann immer nur einen... Das macht es etwas einfacher mit dem Klettern. Da kann immer noch ein Kletterpfeil drin sein. Das ist natürlich ein bisschen doof. Noch ein bisschen dürftig. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger.
Mein Russisch ist besser geworden. Ach, Russisch ist Level 3 auf Maximum, oder was? Muss ich mal gucken. Irgendwo war das noch aufgerüstet. Genau. Achso, Russisch ist Level 3 auf Maximum. Das haben wir anscheinend erreicht. Griechisch ist Level 7 auf Maximum. Das haben wir definitiv auch erreicht. Das heißt, wir müssen nur unser Mongolisch noch ein bisschen verbessern, was immer noch auf Level 1 ist und was definitiv noch gesteigert werden kann. Das sieht man an dem nicht komplett ausgefüllten Symbol da oben. Ja, aber das ist gut zu wissen. Noch weiter klettern? Nö. Wo sind wir denn kartentechnisch? Ich habe da gar nicht hinge... Relikt. Ja, aber egal. Ja, hier, wir gehen vom Funkturm aus. Klettern wir da wieder hoch, wie es mir scheint. Na gut, auf geht's. Jonah wartet. Dann kommen wir mal gleich weiter, ne? Ist ja schon irgendwie cool. Da sind wir wieder. Ja, am liebsten würde ich ja jetzt da irgendwie hoch. Aber das geht nicht. Das war nicht so einfach. Schnellreise erlaubt mir das Spiel nicht. Sturm kommt auf. Ups. Und schwupp. Ich sagte schwupp. Was ist das eigentlich? Pfeile? Nee. Oh. Ich dachte schon, wir schaffen den Sprung nicht. Das Schlimmste vorbereitet hier. War hoch, ne? Oh, da bin ich jetzt an der Stelle falsch. Ich weiß es nicht mehr. Es ist eine Weile her, seit wir diesen Weg genommen haben. Eine Schnellreise wäre wesentlich komfortabler gewesen. Ich weiß, ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Heißt das, wir haben neue Lord Croft Tagebucheinträge, die ich mir jetzt mal ansehen sollte? Oder war das halt einfach wieder so einer dieser Monologe? Ich weiß es nicht. Lautlose Landung vielleicht oder Tod von oben? Die Expertendinger brauchen wir ja nicht unbedingt, oder? Wie genau soll das funktioniert das eigentlich mit dem Doppelschuss? Ich weiß nicht. Mit vollständig gespanntem Bogen zoomen. Vielleicht sollten wir das einfach mal ausprobieren. So, wir können doch eine Schnellreise machen, das ist ganz cool. Weil das für mich bedeutet... Das heißt, wir konnten die Schnellreise da wahrscheinlich nicht machen, weil wir erstmal das Pfeiltutorial machen mussten.
So, aber dann können wir nämlich jetzt wieder hier oben hin zurückreisen. Und zwar dahin. Und machen dann doch erstmal vor allem anderen dieses optionale Herausforderungsgrab, damit ich das am Ende nicht noch vergesse. Denn ich ziele ja wieder... Ja, ich weiß, ich habe das schon so oft in meinen Let's Plays erklärt und ich werde das früher als immer wieder zu erklären. Ich ziele ja bei den Let's Plays, diejenigen von euch, die schon das ein oder andere von mir gesehen haben, die wissen das natürlich auch. Und irgendwann werde ich diesen Satz auch mal beenden, das ist versprochen. Denn ich ziele bei meinen Let's Plays ja immer auf 100% ab. Obwohl, es ist ja nicht wirklich 100%, was ich mache, wenn ich das spiele, ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Collectible, jedes Achievement und alles, was man machen kann, hier wirklich akribisch machen, inklusive Grindem und diesem und jenem und Pipapo und was da alles geht. Hier zum Beispiel die ganzen Münzverstecke und sonst alles sammeln. Nee, das ist übertrieben, das mache ich auch nicht. Also, beziehungsweise bei Murdered Soul Suspect habe ich das gemacht. Aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Was ich anschreibe ist, wenn ich sage, wir machen so ein komplettes Let's Play, ja, 100% Let's Play, ist vielleicht so ein bisschen fehlgeleitet vom Begriff her. Wenn ich sage, wir machen so ein komplettes Let's Play, das trifft's besser, heißt das, ich mache das ganze optionale Zeug. Sämtliche Nebenmissionen, die es gibt, Nebenbereiche, je nachdem, was es halt für ein Spiel ist, was wir da spielen. Komme ich denn da am besten dran? Dementsprechend heißt das in diesem Spiel hier natürlich... Zum einen Baba Yaga, das haben wir ja schon gemacht, den DLC, den optionalen. Zum anderen halt die Herausforderungsgräber und die Nebenmissionen, sofern uns das möglich ist. Und ich sie nicht übersehe. Wie kommen wir denn da? Hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier dürften wir richtig sein. Ah, guck mal hier. Noch eine Karte des Archivars. Und noch ein paar mehr Geheimnisse, die insgesamt auf der Karte aufgedeckt wurden. Da oben ist zum Beispiel immer noch ein Dokument, was wir sammeln können. Es gibt noch einiges hier auf der Karte. Da ist das Relikt. Eine prähistorische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. Eine Bärenschnitzerei. Okay. Hat was. Ist auf jeden Fall stilvoll. Da. Erstmal der Krypta. Die schaffen wir nämlich definitiv in dieser Folge noch. Bei dem Herausforderungsgrab bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also gehen wir mal Stück für Stück vor. So viel wie möglich erledigt kriegen. Vor allem beim Herausforderungsgrab, das ist ja wieder ein Rätsel. Da kann ich im Prinzip dann nochmal in der Pause überlegen, wie wir es am gescheitesten angehen. Oh, natürlich. Es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe... Ja, das ist praktisch, dass das hier quasi direkt nebenan ist. Das nehmen wir mit. Die Münzen nehmen wir mit. Da stehen wir ja quasi direkt neben. Alter, die Texturen von dem Gras da eben, die waren so ein bisschen deprimierend, bin ich ganz ehrlich. Unser nächstes Ziel liegt hinter dem Wasserfall. Ob der Bär respawned ist? Ich hoffe nicht. Da ist eine Krypta versteckt, ne? War doch so. So, jetzt aber.
finde es ein bisschen schade, dass wir uns im Wasser nicht frei bewegen können. Auf der anderen Seite ist das natürlich für die Orientierung gar nicht so verkehrt. Gerade bei mir. Ich verliere da ja immer schnell den Überblick. Jetzt kletter hier erstmal raus und dann kannst du Licht machen. Das geht doch. Schön, dass der sich automatisch einschaltet und wir da gar nichts mehr machen brauchen. Hatschi! Hier muss doch irgendwie weitergehen. Na, erst mal ein bisschen Erz aus dem Felsen hacken, wo wir gerade hier sind. So. Da können wir her. Jetzt sag mir nicht, dass das nicht der Krypta-Eingang war hier. Und einfach nur so ein, naja. Seufzt. Okay, das hat sich voll gelohnt. Das war nicht die Krypta. Ach, die Krypta ist da oben. Sag das doch. Da hinzukommen ist doch ein leichtes. Müssen wir da erst ganz wieder hoch. Na gut, dann machen wir doch erst das Grab. Wo ich die Krypta auf jeden Fall dann auch noch haben will. Aber hier war noch ein Dokument. Das nehmen wir jetzt natürlich mit. Gucken, ob ich es so sehen kann. Ach, da oben. Ach, kommt man da so gar nicht hoch? Dann halt so. Aha, aha, aha. Alia erwartet ein Kind. Eine Tochter. Ich kann das Chaos in meinem Kopf nicht in Worte fassen. Ich weiß, ich habe einen schweren Fehler begangen. Mein Volk wird es zweifellos akzeptieren, aber auch sie werden meinen Fehler bald erkennen. Es mutet so kalt an, dieses glückliche Jahr mit Alia einen Fehler zu nennen. Aber so schön es auch ist, kann es doch nur tragisch enden. Ich kann kein Ehemann oder Vater sein und gleichzeitig meine Aufgabe für mein Volk erfüllen. Eines Tages werde ich mich zwischen meiner Pflicht und der Liebe zu meiner Familie entscheiden müssen. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden werde. Gott, steh mir bei. Ich bin ein Narr. Dies hätte die schönste Zeit in Jacobs Leben sein sollen. Er macht sich solche Sorgen, sein Volk zu enttäuschen. Ich bin immer noch überlegen, ob Jacob der Prophet ist. Ach nee, das war ja mit Pfeil, ne? So, 3 von 8 Zielen mit Pfeilen getroffen. Falls der Bär wieder lebt, habe ich die Schrotflinte parat. Aber die Bären scheinen wirklich Bossgegner zu sein, die nicht respawnen, weil die anderen exotischen Tiere, die Wildkatzen zum Beispiel, die kommen ja definitiv immer wieder, ne? So, na gut. Dann wollen wir mal. Wieso ist das orange? Wieso ist das orange? Muss ich mir Sorgen machen? Das hätten wir... Na, doch. Doch, wenn hier jetzt schon wieder Luft kommt, das hätten wir geschafft. Das hätten wir auch ohne das Atemgerät geschafft. Da bin ich fest von überzeugt. Hopp.
Aber bis jetzt noch kein Lagerfeuer. Also sind wir noch nicht da. Ach du Scheiße. Ich will da nicht reinfallen, das ist ekelhaft. Was ist das hier? Kanalisation oder irgendwie so ein Scheiß? Also so ein Aquädukt. Die Strudelzuflucht. Mhm. Wenn du das sagst, Lara. Ein Schriftrollenbehälter, verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Aber? Ich hätte jetzt gedacht, dass er leer ist. Ist das interessant. Die Erkenntnis? Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Wie kommt denn jetzt auf die... Ich bin verwirrt. Na gut. Kleines Päuschen gefällig. Welches Upgrade haben wir hier? Das, wo wir Fälle für brauchen. Nee, das lasse ich sein. Aber wir wollten nochmal... nee, doch, war richtig. Haben wir neue Croft-Geschichten hier? Tagebuch des Widerstands. Ja, das kennen wir schon seit des Hauptbuchs. Achso, das ist das Jacob-Tagebuch da. Der Apostel. Alte Zisterne, die Tage danach, die Spur des Propheten, Krypten der Gründer, die Grube des Urteils, Stimme Gottes, aha, Stimmen der Invasion. Ich bin am gucken, ob wir tatsächlich nochmal was Neues hier haben. Erster Mord, zweiter Mord. Achso, das ist der komische... Ja, ich verstehe schon. Lagertagebücher 2. 3. Erinnerung an meine Mutter. Das ist das, was wir gerade gehört haben. Forschungsbasis Array, die verlorene Stadt. Ah, da kommt nicht mehr viel. Okay, nee, aber wir haben nichts Neues. Da ist ja gar nicht mehr viel hier im Spiel, wa? Krass. Ja, schon so nah. Da ist es mir gerade auf dem Boden noch aufgefallen und dann hätte die Falle uns trotzdem fast erwischt. Weil ich ein Idiot bin. Kann man das da unten aufsprengen? Nö. Aber aufbrennen vielleicht. Nee, aufbrennen kann man es auch nicht. Okay. Dann werden wir wohl nach oben müssen. Oh, was haben wir hier? Die Toten stauen die Flüsse. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn. Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Ein Bürger Kitesh fragt sich, was passieren wird. Ja, aber was ist das hier für ein Grabmal? Das möchte ich jetzt mal wissen. Das ist ein Badehaus. Die Bäder von Kitesh. Okay.
Mit total schmutzigem Gammelwasser. Wurde es absichtlich geflutet? Da könnte man hoch. Ich sehe mich erstmal um. Da kann man auch durch. Da ist das Ziel. Okay. Da ist auch ein Boot. Ja, alle Details erstmal hier in mich aufnehmen. Gar nicht mehr zu viel tatsächlich jetzt auch machen. So viele Tote. Was ist hier passiert? Kein Anzeichen von Gewalt. Weil ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob wir so ohne weiteres zum Lagerfeuer zurück können jetzt. Und ich ja demnächst jetzt die Folge hier beenden muss. Ein Dokument gibt's hier noch. Unter uns irgendwo. Hier hinten nämlich. Ich wollte gerade sagen, da sehe ich es doch schon. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Wegen der vielen Toten und der Zerstörung der Stadt mussten die Überlebenden ihr altes Leben aufgeben. Und das Relikt wahrscheinlich hier hinter, wa? Wir reißen mal erstmal die Tür ein und gucken, was uns dahinter erwartet. Oder ist das der Weg wieder nach oben zum Lagerfeuer? Ein Elfenbeingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Bis jetzt haben wir noch gar nicht so richtig geguckt, was eigentlich das Rätsel hier vor Ort ist. Nee, aber das war der Weg wieder zurück zum Lagerfeuer. Da ist es. Na gut, dann nutzen wir jetzt die letzten 2 Minuten der Folge. Ungefähr 2 Minuten. Um uns hier einfach nochmal umzusehen. Wir haben ja da hinten das Schiff. Wieso kann man da was festmachen? Da drüben auch. Ist das, um das Schiff hier durch die Gegend zu ziehen dann? Um da letztendlich dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen? Ich will nochmal probieren, ob wir hier hinten ohne weiteres hochklettern können oder ob wir dafür das Schiff brauchen. Bauen wir das Schiff zu. Gut, dann holen wir das doch einfach mal nach vorne, wa? Dazu ist es ja da. Unser Ziel wird es wohl letztendlich sein, das Tor zu öffnen. Es muss einen Weg da reingeben. Der Abschnitt da könnte auch interessant sein. Wenn man denn da irgendwie hinkommt. Und hier können wir uns eventuell erreichen. Oder auch nicht. Dann müssen wir aber doch da drüben hin. Wisst ihr, was das Geile ist? Dass ich jetzt hier in dieser Folge
zusehe, dass ich das Boot hier hinkriege, dass ich da hinspringen kann. Und dann die Folge sowieso beenden muss und ja quasi alles für die Katze ist, weil ich dann eine Aufnahmepause mache. Ich wollte da gar nicht rein. Scheiße, ich wollte hier gar nicht rein. Ah. Ich muss, glaube ich, ein bisschen überziehen. Ich weiß nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Oder? Geschafft. Mist, das wird nicht halten. Man muss es doch irgendwie fixieren können. Klar kann man das. Aber funktioniert das auch so, wie man sich das jetzt vorstellt? Müssen wir von hier. Ja, nur wieder zum Speichern zurückkommen, ja. Ne? Auf jeden Fall jetzt hier unten durch. Ach, wir lassen das ganze Wasser ab, damit wir dann hier letztendlich durchkommen, oder wie? Ah, okay. Okay, hab's verstanden. So, hier ist das gleiche Spielchen nochmal, oder wie? Okay, aber mit der Lösung des restlichen Rätsels hier werde ich mich definitiv ein anderes Mal beschäftigen, denn das war Rise of the Tomb Raider für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.